Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Wir sind hier gerade dabei, den Lucari bei ihrer ersten ausführlichen Forschungsmission außerhalb ihres Territoriums, also in, auch für die Föderation unbekanntes Territorium, zu helfen und haben hier auf einem Planeten in 20 Draconis in der bewohnbaren Zone Relikte einer untergegangenen Zivilisation gefunden. Der Planet ist in der heutigen Zeit völlig tot, hat aber noch eine atembare Atmosphäre und es muss hier in der Vergangenheit zu einem großen katastrophalen Unfall gekommen sein. Entweder das oder eine Naturkatastrophe, und wir versuchen gerade die Hintergründe herauszufinden. Momentan so möchten wir versuchen, hier ohne Gewalteinfluss herauszufinden, was sich herausfinden lässt, und deswegen tun wir forensische Daten sammeln. These artifacts were used with opposable thumbs and indicate a likely handspan of 22 centimeters. Diese Artefakte wurden mit entgegenstellbarem Daumen und einer Handspanne von etwa 22 cm verwendet. Ja, das ist wohl ein Hinweis auf humanoide Hände. Schauen, was man noch herausfinden. Das sind Fußabdrücke, ne? Die schauen auch humanoid aus, wenn ich das mal mit meinen vergleiche. Ziemlich große Latschen. Ja, also wer auch immer diese Kasa da gehabt hat, der ist wahrscheinlich doppelt so groß wie Amakuni, wenn nicht noch größer. Based on these footprints, these people had a stride that places them at about 1.6 meters on average. Das glaube ich jetzt nicht ausgänglich. Von diesen Fußabdrücken hatte dieses Volk im Durchschnitt eine Größe von etwa 1,60 Meter. Amakuni ist nicht viel größer als 1,60 Meter, den habe ich ungefähr so groß gestaltet, wie ich selber bin. 1,65, 1,70, ich weiß nicht mehr, wie groß ich ihn gemacht habe. Und deswegen könnte man ihn auch als Vergleichsbasis hernehmen. Ich glaube nicht, dass das Fußabdrücke von einer Kreatur sind, die sich so groß sind wie Amakuni. Aber vielleicht finden wir es noch heraus. Forensische Daten sammeln. The wear patterns here show us that people leaned against here frequently. This was a meeting and gathering area. Die Muster zeigen, dass sich dieses Volk hier oft getroffen hat. Dies war ein Versammlungsort. Ja, mit Captain Kurmaka sprechen. Strange. These relics should be covered with dust and sand, worn away by time and wind. But they're all uncovered. No organic matter left and everything left behind in its place. Frozen in time, like... Merkwürdig. Diese Relikte sollten von Staub und Sand überdeckt und von Witterung und Alter gezeichnet sein. Doch sie alle scheinen unversehrt zu sein. Sämtliche organische Materie ist verschwunden, während alles andere einfach zurückblieb. In der Zeit eingefroren, als ob die Leute erst vor kurzem gestorben wären. Yes, the evidence seems clear. The proto-matter detonation happened only weeks, perhaps even days ago. We're going to need to make an accurate simulation to continue our studies here. I suggest using modified pattern enhancers to do this. Ja, die Beweislage lässt nur einen Schluss zu. Die Protomaterie-Detonation kann sich allenfalls erst vor einigen Wochen, vielleicht sogar nur vor einigen Tagen ereignet haben. Wir müssen eine lebensgetreue Simulation erstellen, um weitere Nachforschungen anzustellen. Ich schlage vor, dazu modifizierte Musterverstärker einzusetzen. Bestätigt, wir installieren modifizierte Musterverstärker auf dem Platz. Ja, eine Holodeck-Simulation, ich nehme mal an, dass das an Bord von Amakunis Schiff dann stattfindet. Ich glaube nämlich nicht, dass die Lucari schon sowas haben, außer sie haben die Technologie von den Ferengi oder von der Sternenflotte irgendwie bekommen, ne? Die Ferengi hatten ja schon Kontakt mit ihnen, wie man in der ersten, also wie wir vor zwei Folgen erfahren haben. Das hier ist Folge 293. Voraussichtlich. Und, ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren irgendwie. Captain Kurmaka ist wohl einer der ersten, die sich weiter weg von ihrem Heimatplaneten, oder von ihrem aktuellen Planeten, das ist nicht ihr Heimatplanet, wie wir erfahren haben, fortgewagt haben. Die wird wahrscheinlich mal genauso eine Legende wie Captain Archer für die Sternenflotte werden, für ihr Volk natürlich, ne? Also bestätigt, wir installieren modifizierte Musterverstärker auf dem Platz.
Also die erste, die eine ausführlichere Erkundung ihrer Umgebung anstrebt, modifizierte Musterverstärker aufstellen. Enhancers online. The signal is strong and clear. Ja, ich muss bestimmt mindestens 3 Stück, wenn nicht sogar 4 aufstellen, dass das stabil wird. Das kennt man ja schon. So. 2 down, 2 to go. 4 sind es wohl, komm. Ja, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass das erst vor wenigen Wochen geschehen sein soll. Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. That's 3, one more and we'll be ready. Also das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ich habe jetzt erwartet, dass das Jahrhunderte her ist, wenn es sogar Jahrtausende. That's the last one. All enhancers online and standing by. Alright, the enhancers should give us a pretty good image range. Your tricorder can then act as the center of the network control for the enhancers. I can tie in my data to your tricorder whenever you're ready. Get a little closer to the center of the square so we can see what happens. Die Verstärker sollten uns einen ziemlich guten Bildbereich liefern können. Ihr Tricorder kann dann als zentrales Netzwerksteuerung für die Projektoren fungieren. Ich kann meine Daten an Ihren Tricorder koppeln, sobald Sie bereit sind. Gehen Sie auf die Mitte des Quadrats zu, sodass wir sehen können, was passiert. Ja, wo ist denn das ungefähr hier, ha? Vermute ich mal. Testen wir es. Lass uns zum Zentrum des Platzes gehen und loslegen. So. Aha. Da wird irgendwem oder irgendwas gehuldigt. Und im Hintergrund. Das sieht für mich nicht aus, als ob, die, als ob das hier note that the ohne Zwang funktioniert. Killers in a specific order. Die Aliens verwenden die Säulen in einer bestimmten Reihenfolge. Also erst die hier. Mal schauen, müssen wir uns das merken? Dann die hier. They're making the murals match up on each pillar. Sie zielen darauf ab, alle Wandbilder auf den Säulen aufeinander abzustimmen. Also 1, 2, mal schauen, vielleicht brauchen wir die Informationen noch. Dann die hier über Kreuz. Und dann wohl die da drüben. Hä? Haben wir was verpasst? Dann war das wohl 1. 1, 2, 3, 4. Wir haben wohl verpasst, was er zuerst gemacht hat. Das kann sein. Looks like some kind of functionary, priest or bureaucrat, I think, would unlock the door by turning the murals on the pillars. The top mural on each pillar seems to be locked in place for reference. We should follow the order they used on the pillar murals. If we can turn them correctly, I believe we'll unlock the door. Anscheinend haben Würdenträger dieses Volkes, wahrscheinlich Priester oder Bürokraten, die Tür entriegelt, indem sie die Wandbilder an den Säulen drehen. Das oberste Wandbild an jeder Säule ist unbeweglich und scheint als Referenz zu dienen. Wenn wir die Reihenfolge, die sie bei den Wandbildern an den Säulen verwendet haben, befolgen und sie in der erforderlichen Weise drehen, dann könnten wir dadurch die Tür entriegeln. Die Malereien in der richtigen Reihenfolge drehen, um die Tür zu entriegeln. Verstanden. Also müsste ich wohl hiermit anfangen. Bevor ich da irgendwas anfummel, schaue ich mir das. Ja, jetzt muss ich das in die richtige Form. Moment, erstmal schaue ich mir das an, bevor ich da irgendwas tue. Dann gibt's hier. Das muss ich nur rausfinden. Wir hatten doch 3 Wandbilder untersucht. Wir haben hier 4 Säulen. Ich habe eigentlich den Ehrgeiz, es gleich richtig zu machen. Da haben wir einen Hinweis auf die Säule mit den Kristallen. Dann haben wir hier. Da ist überall ein Stern, Schriftzeichen, dann die Streifen, die haben wohl nichts zu sagen.
das Symbol in der Mitte von dem Kreis. Die Symbole unterscheiden sich. Ich dachte schon, mir stürzt das Spiel ab. Irgendwie war das gerade komisch. Ja, was passiert denn, wenn ich... das eine ist wohl fest immer. Dann drehen wir mal das mittlere Wandbild. Und das untere. Ist vielleicht leichter als befürchtet. Es muss dann einfach nur zusammenpassen. Do you hear that? That's the first pillar set in place. Genau. Und hier vermute ich, müssen wir das so drehen. Ah ja. Welche lässt sich hier drehen? Hallo. Mittleres und unteres. Es ist wohl einfacher als befürchtet. Ich habe mir da schon wieder viel zu viel Gedanken gemacht. So, und jetzt das untere ebenfalls anpassen. Zwei. Oh, we rotated the pillars out of order. The mechanism is resetting itself. Ach ja, richtig. Ich habe ja festgestellt, in welcher Reihenfolge das gemacht werden muss. Wir haben ja aufgepasst. Also, machen wir jetzt diesmal das richtig. Ich habe jetzt dann schon irgendwie vermutet, dass das wurscht ist, aber ist es wohl nicht. Egal, wir kennen ja die richtige Reihenfolge. Do you hear that? Jetzt that's die da drüben. First pillar set in place. So, mittleres. Jawohl. Und nochmal. Und jetzt das untere anpassen. Ja, ja. Es sind immer gleich mehrere. Es reicht ja nicht, wenn ich es einmal drehe. Ne? Ich muss es immer dreimal drehen. That's so. Two pillars set into place. So, dann war das die hier und zuletzt die da drüben, ne? Und das untere. Schön, dass es auch mal reicht, einmal zu drehen. Three pillars are locked in now. Jo. Und hier machen wir es genauso. Einmal noch, denke ich. Jo, den Stern. Na? Das müsste es gewesen sein. Was? Ein Sternenflottensymbol? That's it. It's working. Well done. Shall we see what secrets this building holds? I think I see another mural inside the doorway. We should take a look at it. Ja, genau so. Es funktioniert. Gute Arbeit, Admiral. Sollten wir uns einmal ansehen, welche Geheimnisse dieses Gebäude birgt? Ich glaube, dort ein weiteres Bild im Gang sehen zu können, sehen wir es uns an. Ja, gehen wir rein und sehen uns das nächste Bild genauer an. Das war doch gerade ein Sternenflotten-Emblem oder ein Star Trek-Emblem. Ja, das ist doch jedem von uns wohl bekannt. Eindeutig. Ja, jetzt wird's ja... Das habe ich ja gleich gar nicht erwartet. Bevor wir da irgendwo rumfummeln, schaue ich mich hier erstmal an. Aha. Da war wohl eine Gruppe Sternenflotten. Also, das sind doch die, ja... Die alten Enterprise-Uniformen, ne? Rot für Mechaniker, also für Techniker, blau für Wissenschaftsoffiziere und das wird wohl der Captain sein. Die sind, also wenn ich das hier richtig interpretiere, sind die hierher gekommen und haben Kontakt aufgenommen, das heißt es wohl. Und sehr, sehr rätselhaft. Wandbilder untersuchen. Isn't that the symbol of your Starfleet? How did it get here? How could it be in a temple of people who don't even have electricity, much less space travel? This is getting stranger by the minute. We should search the temple for more murals. Ist dies nicht das Symbol ihrer Sternenflotte? Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Was hat es hier zu suchen? Wie kann es in dem Tempel eines Volkes auftauchen,
das nicht einmal Elektrizität kannte. Vom Raumflug ganz zu schweigen. Es wird ja immer verrückter. Wir sollten den Tempel nach weiteren Malereien untersuchen. Ja, in der Tat sehen wir uns die Bilder hierin an. Ja, das wird immer verrückter. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Aber mir gefällt's. Those people in the picture, they don't look like the others. Diese Leute in dem Bild, sie sehen nicht aus wie die anderen aus. Sie sind von der Sternenflotte, aber von der Sternenflotte des 23. Jahrhunderts. What happened here? If Starfleet officers contacted this civilization in the past, why wouldn't you have a record of it? We should head deeper into the temple and continue our search. Was ist hier geschehen? Falls Offiziere der Sternenflotte in der Vergangenheit tatsächlich Kontakt mit dieser Zivilisation aufgenommen hatten, warum haben sie dann keine Aufzeichnungen davon? Wir sollten tiefer in den Tempel vordringen und unsere Suche fortsetzen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das die Sternenflotte aus der Kelvin-Zeitlinie war. Das würde vielleicht auch diesen Unfall mit der Protomaterie erkennen. Das könnte diese rote Materie gewesen sein, die auch Vulkan zerstört hat, ne? Oder irgendwie sowas. Bestätigt, suchen wir tiefer im Tempel nach Antworten. Also in der Kelvin-Zeitlinie, in der sogenannten Kelvin-Zeitlinie, weil das Schiff USS... Ja, also benannt nach der USS Kelvin, mit deren Zerstörung ja die Kelvin, also die Zeitlinie verfälscht wurde. Ja. Da ist der Vulkan nicht mehr existent durch die Aktionen von Nero. Und ja, ihr habt den Kinofilm vielleicht gesehen. Ansonsten sehe ich mal zu, dass wir hier durchkommen. Und das hat dann also eine andere Zeitlinie geöffnet, dieses Ereignis. Und wir sind hier nicht in der Kelvin-Zeitlinie normalerweise, sondern in der normalen Zeitlinie der Sternenflotte, die auf der Next Generation und der Voyager-Zeitlinie aufbaut, ne? Inneres Panel drücken, was passiert dann? Those inner doors across from the panel are opening. Die inneren Türen gegenüber der Konsole öffnen sich. Gute Frage. Was ist das hier alles? Nach Hinweisen scannen. According to my tricorder, we've reached ground zero. This is where someone detonated the protomatter bomb. From here, a self-propagating cascade of proto-energy radiated outward in all directions, washing over the entire planet. Meinem Rekorder zufolge haben wir den roten Nullpunkt erreicht, Admiral. Dies ist der Ort, an dem jemand die Protomateriebombe gezündet hat. Also bin ich wohl am falschen Dampfer. Das hat wohl nichts mit Neros Schiff und nichts mit der roten Materie zu tun. Ist was ganz anderes. Von hier aus breitete sich eine protoenergetische Strahlungswelle in alle Richtungen über den ganzen Planeten aus. Könnte es sich hierbei um ein gescheitertes Terraforming-Projekt handeln? Doubtful. I believe what did this was built specifically as a weapon. There's no new ecosystem. All life was eliminated. I'm picking up a residual energy signature here. Take a look. 16 centimeter wavelength with a slight kaon leak. I've seen this before. It's a byproduct of Zenkethi technology. Das bezweifle ich. Ich halte es viel eher für wahrscheinlich, dass das, was sich hier ereignet hat, auf einen Waffeneinsatz zurückzuführen ist. Es gibt kein neues Ökosystem. Alles Leben wurde ausgelöscht. Ich erfasse hier eine nachklingende Energiesignatur. Sehen Sie sich das an. 16 cm Wellenlänge mit einer geringfügigen Kaonenabsonderung. Habe ich das jetzt fehlerfrei vorgelesen? Manchmal staune ich über mich selbst. Ich habe das zuvor schon mal gesehen, Edmund. Es ist ein Nebenprodukt von Zenkati-Technologie. Zenkati? Hier? Sir, wir haben im Orbit dieses Planeten eine verlassene Raumstation entdeckt. Es gibt auf der Station keine aktiven Energiequellen und sie wird von großen Mengen Staub bedeckt, der sich über Jahrzehnte angesammelt haben muss. Dadurch ist sie innerhalb der Asteroidenringe auch so gut wie unauffindbar. Leider sind wir nicht die einzigen, die die Station gefunden haben. Mehrere Raumschiffe sind in das System eingeflogen
und haben Anspruch auf die Station erhoben. Wie lauten Ihre Befehle? Beamen Sie mich mit einem Ortstransport direkt auf die Station. Schützen Sie das Lucari-Schiff. Ja, 10 Minuten. Vielleicht passt das noch rein in die Folgen. 10 Minuten habe ich noch. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier einen Cut mache, aber ich lasse es mal. Bist bestimmt dieser Ferengi, dieser Nachtragende. Wir befinden uns auf einer alten Raumstation der Föderation. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das ist gewagt. Einer tiefen Raumstation der K-Serie, um genau zu sein. Doch wie ist sie hierher gekommen? Was ist ihr zugestoßen? Dort an der Wand befindet sich eine Plakette. Vielleicht kann sie uns mehr verraten. Plakette. Wenn ich eine Plakette wäre, wo würde ich mich verstecken? Da. Ist das eine Plakette? Deep Space K-13. Starbase Class United Federation. United Federation of Planets. Jo, eindeutig Sternenflotte. Hier steht Deep Space K-13 Admiral. Diese Station ist vor über 100 Jahren in der Zeit verschwunden. In Zeit und Raum verschwunden? K-13 war zuvor im Beta-Quadranten. Aha. Das erinnert mich an was. Es gibt nämlich seit einiger Zeit eine neue Raumstation, das ist diese hier da. Also Besitz Flotten. Ja. Flotten bzw. Gildenbesitz hier. Und die kann man seit kurzem. Jetzt verstehe ich, was es mit dieser K13 auf hat. Das ist genau das, wo wir hier gerade sind. Und da kann man hier dann Projekte aufbauen. Status. Also wir sind noch nicht allzu weit in unserer Flotte. Ist klar, die ist noch neu. Da haben wir noch nicht viel machen können, aber nur mal so viel am Rande. Sie haben auf dieser Station nichts zu suchen, Admiral. Ich beanspruche Sie und alles, was sich darin befindet, als Bergungsgut. Daimon mal dran, wer auch sonst sicher. Ich habe ja schon die ganze Zeit gewartet, dass der wieder aufkreuzt. Eine derart geschichtsträchtige Umgebung sollte einen guten Urlaubsort abgeben. Erleben Sie die unerforschten Weiten hautnah in Matrans K13. Aber ich schweife ab. Sofern Sie nicht hier sind, um mit mir über eine Verpachtung der Station zu verhandeln, lege ich Ihnen dringend nahe, von meiner Station zu verschwinden. Noch ist es nicht Ihre Station. Ich denke, ich werde mich hier einmal umsehen. Vorsichtig, Admiral. Dieses alte Sprungstück benötigt umfassende Reparaturen. Es wäre doch wirklich schade, wenn Ihnen oder den aktiven Stasis-Kapseln, die meine Männer an Bord entdeckt haben, etwas zustoßen würde. Dann werde ich wohl sicherstellen müssen, dass nichts dergleichen geschieht, Daimon Armer. Komm, die Ende! Gut, ich warne Sie, Admiral, meine nausikanischen Wachen sind keine Freunde von Eindringlingen. Und ich sehe gerade, dass ich noch mit meiner Schneekanone ausgerüstet bin. Das sollte ich ändern. So, wir haben hier das Buttlet der Kelvin-Zeitlinie kürzlich erbeutet. Das wollte ich ja eh mal testen. Und dann haben wir die Waffen gewechselt. So, wie schaut's denn überhaupt aus? Wie ging das gerade mit der Z? Jo, schaut ja krass aus, ne? Jo. Macht was her? Wo soll ich jetzt hin? Kann ich damit was tun? Nein. Dumm. Hallo. Ja. Nausikaner mag ich ja gar nicht, die sind mir sympathisch. Habe ich auch bei Serana keine Antwort. Ja, diese. Ich mag sie einfach nicht. Ja, die sind mir unsympathisch geworden. Spätestens in der Folge von The Next Generation, wo sie Captain Picard sein Herz zerstört haben. So, und. Ja, seitdem sind sie bei mir als Schläger verrufen. Und ich denke, da liege ich auch gar nicht so falsch. Na? Und deswegen kommen diese Typen auch nicht an Bord meines klingonischen Schiffes. Beziehungsweise von Seranas klingonischen Schiffes. Admiral, diese Technologie ist uralt, aber dennoch überraschend funktional. Zumindest auf einer rudimentären Ebene.
Im 23. Jahrhundert hat man noch Dinge gebaut, die für eine Ewigkeit halten sollten. Die Nausikaner konnten die Energie teilweise wiederherstellen, doch sie waren dabei sehr hastig. Sie könnte jederzeit wieder ausfallen. Mir ist es derweil gelungen, diese Sicherheitsfelder zu deaktivieren, sodass wir nun Zugang zu einem anderen Bereich der Station haben. Haben Sie noch etwas anderes im Computer entdeckt? Im Logbuch existieren noch einige Logbuchdateien. Die meisten von ihnen sind unlesbar, doch ich werde wohl den letzten Eintrag wiederherstellen können. Schießen Sie los? Chief Engineer's Log, Supplemental. By my account, we've been hurled back in time to the 16th century. To make matters worse, we're a very long way from the Denova system. None of our shuttles are warp capable, and even if we could get to Earth, we'd be in the wrong time. In short, we're stuck. There's nothing to do now but wait and try to conjure up a way to get back to the right time. Logbuch des Chefingenieurs, Nachtrag. Meiner Einschätzung nach wurden wir in das 16. Jahrhundert zurückversetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass wir uns sehr weit vom Deneva-System entfernt befinden. Keines unserer Shuttles ist warpfähig und selbst wenn wir zur Erde zurückkehren könnten, wären wir in der falschen Zeitperiode. In anderen Worten, wir sitzen fest. Uns bleibt nur zu warten und nach einem Weg zu suchen, um in die richtige Zeit zurückzukehren. Das ist also Teil der Geschichte. Können wir dieses Terminal verwenden, um die Nausikaner aufzuhalten? Dieser Computer kann nicht länger mit dem Hauptcomputer in Verbindung treten. Allerdings können wir nun das andere Labor betreten. Schließlich wurden die Sicherheitsfelder ja deaktiviert. Von dort aus können wir womöglich auf den Hauptcomputer zugreifen und dabei den Nausikanern den weiteren Zugriff verwehren, um so zu verhindern, dass sie neue Felder aktivieren oder uns auf andere Weise aufhalten. Wir sollten uns ansehen, was wir in dem anderen Labor finden können. Ja, die Strafe für unerlaubtes Betreten ist recht hoch, Admiral, und ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Versuch's doch, du Zipfel. Chief Engineer's Log, March 18th, 1570. Had a discussion this morning with security about our Klingon prisoners in the brig. We can't just leave them locked up. Or execute them, or exile them on the planet below. Setting them free isn't a popular notion either. We're still looking for options, but I think the stasis pods we have in medical will come in handy real soon. Logbuch des Chefingenieurs, 18. März 1570. Hatte heute Morgen eine Diskussion mit unserem Sicherheitsdienst über die klingonischen Gefangenen in der Arrestzelle. Wir können sie nicht einfach eingesperrt lassen, sie hinzurichten, steht außer Frage. Gleichzeitig können wir sie aber auch nicht auf den Planeten da unten schicken oder sie einfach auf der Station frei herumlaufen lassen. Wir suchen weiterhin nach Optionen, aber ich vermute, dass die Stasis-Kapseln, die wir auf der Krankenstation haben, sich schon bald als nützlich erweisen werden. Eine interessante Lösung für dieses Problem. Die hat also die Gefangenen einfach in Stasis gesetzt und jetzt gehen sie wohl auf uns los. Das dürften die rumlaufenden Nausikaner hier sein, wenn ich das richtig verstehe. So, was haben wir denn? Schauen wir uns das mal auf eine bessere Darstellung an. Oh, da gingen ein Haufen Türen. Ist das gut oder schlecht? Ich wechsle auf jeden Fall mal die Waffe. So ein Gewehr ist irgendwie... Aha, da Marineinfanterist. Dann... Ja, gut, dann eben im Nahkampf. Jo. Also mir ist mein Lichtbogen-Buttlet trotzdem lieber, ganz ehrlich. Da rein. Geht nicht. Da auch nicht. Moment. Muss ich wohl einen Seiteneingang verwenden. Lauf mal. Lauf, Amakuni, lauf. Euch fertig. Nee. Hier? Auch nicht. Gut, kommen wir vielleicht erst zum Schluss rein. Vielleicht ist da der Endgegner. Wie schaut's denn aus mit meiner Zeit? Ja, ich sollte mal einen Cut hier machen. Falls das jetzt nur noch ein paar Minuten dran sind, hänge ich's dran. Ansonsten wird's eine eigene Folge. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.